Hallo zurück. Ich hoffe, dass heute alle Dialoge angezeigt werden. Wenn nicht, weiß ich leider auch nicht, woran das liegt, aber naja. So, wir haben uns gefragt, für wen dieser Brief ist. Ich weiß es leider immer noch nicht. Aber dieser Partygast, der wollte doch Kaffee haben. Der ist nur leider jetzt schon kalt. Mein Kaffee ist abgekühlt. Ja, mal sehen, vielleicht macht ihm das ja gar nichts. Ich gebe ihm was von meinem Kaffee ab. Sehr freundlich. Ich bin wach. Ich bin dir so dankbar. Nimm das. Oh, eine Quartettkarte. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar, Spielmenü und klicke auf Bonus-Sammlung. Cool. Die erste. Von 32 oder wie viel gab's? Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich... Ich glaube, der kommt auch nicht mehr zur Arbeit. Na gut. Ich dachte irgendwie, man müsste die Quartettkarten auch irgendwo finden, aber... So ist natürlich auch gut. Schüssel mit Abwasch. Stand die beim letzten Mal auch schon hier? Ich glaube nicht. Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Ah doch. Ja, ich erinnere mich. Okay. Ja. Gut, das hat uns dann nicht so viel weitergebracht. Ich weiß immer noch nicht, wie dieser... Für wen war der Brief nochmal? Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senor Molena adressiert. Absender ist M. Calavera, Reiseberater. Molena. Ja. Keine Ahnung. Ich bin reich. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt Geld. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zu diesem Blausaftautomat und kaufen uns Blausaft. Wie wäre das? Hier lang und dann müssen wir hier lang und erstmal durch jeden anderen Bildschirm gehen. Und ist das hier eigentlich ein Aufkleber? Noch so ein Aufkleber. Ein Aufkleber. Ja, okay. Ha, Ninja. Ninja-Maus. Gut. Und dann müssen wir hier lang. Ja. Oh, Humbert ist weg. Der stand doch vorhin noch hier und hat seinen Lolli gelutscht. Naja, wahrscheinlich ist er jetzt schon fertig. Dann gehen wir hier noch lang. Und dann... War das richtig? Ah ja, ja, genau. Hier ist der Blausaftautomat. Und der Plato steht einfach nur da und tut nichts. So. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich habe nur einen Laubtaler. Aber der Saft kostet zwei. Und wer weiß, wenn ich den reinwerfe, kommt er vielleicht nicht wieder raus. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Verdammt. Ich dachte, das könnte ich jetzt machen. Ja, sonst habe ich nur meinen Glückstaler, aber... Ach ja, probieren kann man es ja mal. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Haha. Da soll das auch gehen. Habe ich gehört. Ja, ja. Blausaftfässchen, yay. Das letzte Blausaftfässchen. Und ein kleiner Werbeaufkleber. Wunderbar. Also hat er seine Münze jetzt aber wieder zurück, ja? Nein? Doch, nein, was? Okay, ich kann immer noch durchschauen. Also scheinbar besitze ich sie noch.
Leer. Die Waldzwerge sind wohl noch nicht dazu gekommen, den Automaten mit... Ja. So, ein Blausaftaufkleber. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Mhm. Und ein Das Fässchen. Letzte Fass Blausaft. Damit bin ich besser sparsam. Ja, das soll ja auch fürs Fest sein, ne? Kann man eigentlich jetzt den Zapfhahn da dran machen? Da muss man nichts abzapfen. War ja auch nur ein Versuch. Gut. Wir brauchen aber immer noch Gebäck für unsere Feier und ich muss immer noch diesen Brief loswerden. Ah, noch so viel zu tun. Okay. Hier hinten gab es ja jetzt nichts wirklich zu tun. Wo ist hier der Weg nach draußen? Hallo? Da. Ja. Ach ja, wir brauchten auch immer noch ein Paddel und einen Anker. Kann man nicht den Haken als Anker benutzen? Und irgendwas als Paddel? Vielleicht den Löffel? Fragen wir mal den Spitzweg. Aber dann müssen wir immer noch den Wels loswerden. Ich weiß nicht wie. Geht die Bootsfahrt denn nun endlich los? Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Anker, Paddel, Wels. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Guck mal, das Boot hat ein Gesicht. Hier die Augen oder der Mund. Gut, wie wär's hiermit als Anker? Hm? Das ist ja ein idealer Anker. Ha. Jetzt fehlt nur noch ein Paddel. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Ja, da fällt uns bestimmt auch noch was ein. Ja, und das hier als Ruder? Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Ach so? Ach ja, genau. Wunderbar. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das... Ja. Hoffen. Ja. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Was kann man dem Wels geben? Vielleicht ein bisschen Kaffee? Ach so, da ist gar keiner mehr drin. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Und wenn ich irgendwas... Kann ich den mit dem Stock vertreiben vielleicht? Ich möchte alle mit dem Stock vertreiben. Ein Stock bringt hier nichts. Ach, wie oft ich das schon gehört habe. Ein Schuppen, na, das macht irgendwie keinen Sinn, aber... Die behalte ich besser. Und was ist mit Kobalt? Das bringt nichts. Na gut. Ja. Weiß ich jetzt leider auch nicht so richtig, was ich da tun kann. Vielleicht der Nagel? Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Natürlich. Ist das hier eigentlich ein Aufkleber? Noch so ein Aufkleber. Cool. Ach, wie süß. Kleine Stecke. Gut. Und hier vorne gab es ja auch nichts, oder? Hier hatte ich die Schuppen mitgenommen und dieser verdächtige Typ steht da noch. Ja, dann gehen wir da nochmal zurück in die Stadt. Vielleicht im Café. Oh, hier liegt noch ein Umschlag. Kann ich den wieder mitnehmen?
Sehr gut, da kann ich dann nämlich vielleicht später meine Einladung dann verschicken. Der riecht noch etwas nach Parfüm. Ach, nicht so schlimm. Kann ich denn meine Einladung da jetzt schon reintun? Wieso macht der das? Jetzt steckt die Einladung im Umschlag. Cool. Und wenn ich da jetzt die Briefmarke draufklebe? Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Der Umschlag klebt nicht mehr. Ich kriege ihn nicht zu. Jetzt brauche ich auch noch irgendwas, um den zuzukleben. Normalerweise nimmst du da deine Zunge. Junge. Na gut. Ja. Was war mit den Baldriantropfen? Ulrichs Schlummertrunk. Baldriantropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Aber ich habe nur einen einzigen Laubtaler. Naja. Oh. Jetzt haben wir keinen mehr. Baldriantropfen. Beruhigend. Ulrichs Schlummertrunk. Baldriantropfen. Ja, wen müssen wir denn beruhigen? Vielleicht den Humbert, aber der ist ja irgendwie weg. Hast du vielleicht noch was zu sagen, Anja? Wir brauchen immer noch extravagant Gebäck. Willkommen zurück. Ja, wir haben jetzt Blausaft. Aber ich hätte gern Gebäck. Bis später. Pass auf dich auf. Vielleicht möchte sie ja eine Blume. Interessant. Der alte Uli hätte sich darüber gefreut. Tja, der ist aber nicht da. Ein geiles Poster. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zauber. Gut. Dann halt nicht. Und weißt du vielleicht, für wen der Brief ist? Nein. Ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Na gut. Dann gucken wir mal. Stand nicht auf irgendeinem Schild? Molena? Hier? Nee, hier war doch dieser seltsame Briefkasten. Da steht A. Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Ich wusste doch, dass ich den Namen schon mal irgendwo gelesen habe. Ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt hier Werbung einwerfen. Nein, hier steht doch extra, bitte keine Werbung einwerfen. Na und? Na gut, dann geben wir ihm mal den Brief. Post ist da. Oha. Danke. Keine Ursache. Mysteriös. Huch, wer hat das gesagt? Und das war alles? Kein Dankeschön? Plato, der Briefträger, kann Einladungen für dich verschicken, aber sein Fahrrad ist festgefroren. Das Tor zum Grundstück der Welswege ist verschlossen. Gibt es einen anderen Weg, auf das Grundstück zu gelangen? Jerry hat die kleine Ursula Eule vor der wilden Krähe gerettet. Ja. Meine Güte, haben wir schon viel gemacht. Bedeutet das jetzt, wenn es gelb ist, dass wir das abgeschlossen haben? Wer weiß, wer weiß. Gut. Dann habe ich die Post ausgeliefert. Dann kann ich ja vielleicht nochmal mit Plato reden. Weil ich jetzt meine Aufgabe erfüllt habe. Vielleicht kriege ich von ihm auch ein Dankeschön oder so. Mann, hier muss man erstmal stundenlang rumlaufen, bevor man in dem richtigen Screen ankommt. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber
könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Tja, ich kann leider noch keinen Fahrradzauber. Feuerzauber. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Aber das habe ich doch gemacht. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Ich habe doch jetzt alle Pakete abgegeben, oder habe ich eins vergessen? Nö. Was ist, wenn ich ihm die Einladung gebe? Kannst du das für mich ausliefern? Gerne, aber ohne versiegelten Umschlag und Briefmarke darf ich das leider nicht annehmen. Mein Chef, der Postbiber, achtet da ganz, ganz genau drauf. Und seit unser Postamt am Fluss unter Wasser steht, wird er noch schneller sauer als sonst. Na gut, dann muss ich den irgendwie verschließen können. Vielleicht helfen ja Baldrian-Tropfen. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Okay. Ja, ich muss irgendwie herausfinden, warum es hier schneit. Aber dafür muss ich irgendwie da hoch und... Hier ging es ja nicht weiter. Hier ist zwar ein Loch, aber da passe ich nicht durch, oder? Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Ah ja, das hat mich jetzt ein bisschen an Pocahontas erinnert. Dem Farbenspiel des Winds. Tja, warum kann ich da nicht irgendwie hochklettern? Ich meine, so groß bin ich ja jetzt auch nicht mehr. Ich habe aber jetzt auch nichts, was ich da reintun könnte. Das bringt nichts. Ich kann nochmal durch meine Münze schauen. Aber da sehe ich nur nichts Neues. Na gut. Dann. Tja. Vielleicht helfen mir die Baldrian-Tropfen ja gegen den Wels. Dann schläft er ein und verschwindet vielleicht. Nur so eine Idee, aber man kann es ja mal ausprobieren. So, jetzt hier lang. Und dann nach hier unten. Denn ich bin echt gespannt, wenn wir hier so ein bisschen losfahren. Das finde ich ziemlich lustig. Und gute Nacht. Oha. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekickt? Nix. Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Oh oh. Hervorragend. Erster Mal, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Ahoi! Ich übernehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mann. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Tja, sowas haben wir nicht. Ab geht die Fahrt. Achso, ich kann jetzt selber. Ja gut. Bachabwärts macht ja nur Sinn. Na dann würde ich sagen, auf geht's.